Wenn das, was Newton sagt, wirklich stimmt, dann ist die Frage jetzt aber, wieso ist es nachts dunkel? Newton hat gesagt, das Universum ist unendlich und es ist homogen. Warum sollte es nachts dunkel sein, wenn es unendlich viele Sterne gibt? Ja. Ich vermute, weil vielleicht halt Licht über eine Entfernung einfach schwächer wird. Wenn ich einen Abschnitt mir anschaue im Universum, dann müsste sich, auch wenn das Licht mit der Zeit schwächer wird, das Licht aus diesen ganzen Sternen überlagern. Das bedeutet, dieser Abschnitt, den ich mir nachts anschaue, müsste hell sein. Und dieses Problem lässt sich ganz einfach beheben, wenn man davon ausgeht, dass sich das Universum ausdehnt. Und dieser Kick kam tatsächlich 1929. Hubble hat dann Zusammenhang festgestellt. 1929 hat er festgestellt, dass Galaxien sich von uns entfernen.